Der Morgengüterzug von Landesgrenze nach Amstetten hatte in der letzten Folge Zwischenstopp in Ostenwalde gemacht. Er hat bereits den Tankwagen aus dem Gleisanschluss geholt und will jetzt noch einen Flachwagen von der Ladestraße wegholen. Der Güterzug hat den Bahnhof Ostenwalde geräumt. So kann der Triebwagen sich im Bahnhof Landesgrenze schon einmal bereit machen für seine eigene Fahrt in Richtung Amstetten. Die Kleinbahn verläuft über den Anschlussbahnhof Amstetten, den Zwischenbahnhof Ostenwalde zum Endbahnhof Landesgrenze. Früher einmal lief die Strecke von hier aus noch ein gutes Stück weiter, aber der schwache Verkehr auf der restlichen Strecke führte zur Einstellung und nur diese kurze Strecke wurde ihres großen Güterverkehrs wegen beibehalten. Da ging es dieser Kleinbahn ähnlich wie der Verden-Walsroder Eisenbahn, die beschlossen hatte, das Mittelstück stillzulegen, um zwei kurze Stichstrecken von den Anschlussbahnhöfen Verden und Walsrode aus weiter zu betreiben. Die Kleinbahn Amstetten, Ostenwalde, Landesgrenze hat nach Stilllegung der Reststrecke beschlossen, im Bahnhof Landesgrenze einen kleinen, mehr provisorischen Lokschuppen zu errichten. Die üblichen Anlagen eines Endbahnhofes, wie Abstellgleise für Reisezuggarnituren und weitere Werkstattanlagen, fehlen aber völlig. Im Film sichtbar sind nur die schwarz eingezeichneten Bereiche. Die grau eingezeichneten Streckenverläufe bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für die Gleisanschlüsse beim Bahnhof Amstetten und beim Bahnhof Landesgrenze. Der Güterzug kann den Privatbahnhof in Amstetten einfach durchfahren und auf die DB übergehen. Sein Ziel ist ja der Rangierbahnhof im Knotenbahnhof der DB, wo auf die kleine Diesellok schon DB-interne Rangierarbeiten warten. Nachdem der Güterzug die Strecke geräumt hat,
gibt es freie Fahrt für die Triebwagenfahrt von Landesgrenze nach Amstetten. Nach der Ankunft in Amstetten beginnt fast unmittelbar die nächste Fahrt in Richtung Landesgrenze. Der fahrplanmäßige Halt in Ostenwalde dauert nicht lange. Bahnhof Landesgrenze angekommen, beginnt auch schon wieder die nächste Tour nach Amstetten. Nach dieser Ankunft in Amstetten ist mehr zu tun als nur zu wenden. Aber das ist Thema der nächsten Folge.